1. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die Nachbarsbauern, ein neuer LS, immer noch der gleiche Nachbarn. Wir sind mal wieder in Frankreich auf der Haute Pelerin unterwegs, der Gacki natürlich und ich. Und ich habe hier meine Anhänger gerade schon abgestellt, weil ich die Erntemission quasi schon fertig habe. Und jetzt gilt es noch ein paar Sachen zu tun, aber erstmal hallo Gacki. Hallo Andi. Ja, ich bin auch am Sachen tun. Ich habe hier schon fleißig meine Wiese gewalzt. Ah, das steht mir gleich noch bevor. Dann kann ich ja eigentlich die Walze gleich wieder stehen lassen, oder? Ja. Headset? Stell ich dir dann aufs Eck. Headset, geht der Strom wieder weg? Nee, hat mir die Dachhimmel des Taktors angezeigt. Achso. Jetzt nicht unbedingt fahren, sehen wollte beim Rückwärtsfahren. Verständlich. Weil dann werde ich gleich noch meine Unkrautmission erledigen. Der Kollege steht ja schon bereit, die Spritze. Ich glaube, wir haben hier noch, mal gucken, zwei Bahnen müssen wir noch fahren. Na komm, geben Sie Gas hier. Ich muss jetzt erstmal Tüte Wasser holen für meine Schafe. Eigentlich bei den Gewächshäusern aus, habe ich schon mal in die Produktionen reingeguckt? Nee, noch gar nicht, ne? Dein Zug steht übrigens immer noch hier. Oh, was ist denn hier los? Keine Tomaten? Warum hast du keine Tomaten? Auch keine Tomaten? Warum nicht? Das frage ich mich auch immer. Senkt mal hier Priorität 9 und machen wir hier auch Priorität. Guck mal, da cool, haben wenn wir ihr das. Keine Tomaten habt hier. So. Öl. Oh, meine Oliven sind leer. Okay, dann kannst du ausschalten. Irgend Schnitzel. Ein Bunkerverteiler. Ja. So, dann stellen wir die hier ab. Und weiter geht's. Achso, dann könnte ich mal schnell die Mission noch abgeben, ne? Wenn wir schon mal dabei sind. Hier, ja. 2600 Euro. Geil. Wow. Na, ja, toll. Glückwunsch, Glückwunsch. So. Ja, vielen Dank. Ich fahre einmal hin. Zum Hof. Oh, so. Wann sind eigentlich Zuckerrüben erntereif? Ja. 48, das ist das da unten. Komm jetzt, Herr Zimmermann. Warum? Du auch. So, dann machen wir das jetzt mal schnell. Das wird ja 2 Minuten dauern, die Mission, schätze ich mal. So lange? Oh Gott. Das längste ist die Anfahrt, glaube ich. Für die Gewächshäuser muss ich auch noch Wasser holen. Das mache ich aber dann. Entschuldigung, jetzt gehe ich dann. Wichtig erstmal, dass die Schafe genug Wasser haben, dass die austrocknen. Das wäre trockene Wolle, mag keiner. Die kratzt so. Ja. Oh, nee. Da muss ich rüber. Ja, toll. Könntest du mal deinen Zug wegfahren? Mein Zug? Ja, ich komme nicht auf mein Feld. Der Bahnübergang ist zu wegen deinem Zug. Mein Zug.
Du bist der Einzige, der hier Zug gefahren ist. Das muss deiner sein. Aber ich habe den, hab den weggefahren, außerhalb der Karte. Er steht aber. Du kannst doch, glaube ich, selber einsteigen und wegfahren. Jetzt muss ich da selbst rüberlaufen, meine Güte. Muss ja arbeiten, Gacki. Ich habe ja keine Zeit zum Spielen. Da sind übrigens immer noch 28.000 Liter Nudeln drin. So. War das genug Schwung jetzt hier? Komm, Schranke, geh auf. Ah, was mache ich denn auf deinem Hof? Oh, Schranke. Oh, weißt du was? Da dein Zug blockiert, kann ich ja eh sagen, über die Gleise fahren einfach. Huh. Was? Ach doch, der tut doch auch die Räder breiter machen. Mhm. Aber der geht nicht nach oben, ne? Nee, doch, der nicht. Der geht nach unten. Aber geht der andere nicht auch nach unten? Nee, also ich glaube, der Hardy, die große, die geht, glaube ich, nach oben, meine ich. So ein bisschen. Ich würde echt gern sehen, wo ich hinfahre. Ja. So. Dann ich mal jetzt was aus. Wo steht denn diese? Auf der Karte gar nicht. Hm? Ach doch, da unten ist er. Fahrzeug einsteigen. Hör mal, dann kann ich ihn doch. Warte mal außerhalb der Karte raus. Er hattest du ja, glaube ich, schon mal gemacht. Kann es sein, dass der eben wirklich die Nudeln nicht verkaufen kann und deswegen immer wieder kommt? Vielleicht musst du einfach die Nudeln wieder ins Bahnsilo zurückkippen. Nein, aber ich hätte Geld dafür bekommen. Hm. Nix wissen. Aber jetzt habe ich kein Geld bekommen. Aha. Okay. Was denn? Wir haben eine Formel-1-Sensation. Haas steht auf der Pole. Haas steht auf der Pole. Es regnet, die Topfahrer sind alle schon ausgestiegen, obwohl noch 5 Minuten sind wohl. Irgendwie Perez rutscht auf Intermediates rum und Kevin Magnussen auf Pole. Das heißt, das Haas-Team rahmt das Feld ein. Der eine vorne, der andere ganz hinten. Tja. Manchmal muss man halt Glück haben. Ja. Ja, 87%, ja. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Ja gut, aber der wird selbst im Sprint so schnell nach hinten durchgereicht werden. Ich würde lachen, wenn er irgendwie entweder den Start versaut oder irgendwo in der ersten Kurve sich irgendwie abschießen lässt oder so. Ja. Und am Ende ist Mick der lachende 20., der irgendwie durchkommt. Wer weiß. So, komm, 98%, 99, 100. Fertig. Die Z. So.
Guck mal, ich habe 4.700 bekommen. So. Weinerei. Ah. So, ab nach Hause. Das heißt, ich habe jetzt Ab ein und es steht zwischen. Viertel. Bei meinem Feld. Was hast du? Farbunterschied? Ich bin auf ein Viertel auf dem Weg zu meinem neuen Feld, bin ich Ach schon. so, finanziell. Finanziell. Den Farbunterschied zwischen nicht gedüngter Wiese und gedüngter Wiese total schlecht. Boah, geht aber, finde ich. Das sieht es hier schön erkennbar. So, dann parken wir den. Wo parken wir den? Hast schon wieder nichts mehr zu tun? Ja, ich muss erstmal wieder ein bisschen aufräumen und vielleicht nochmal Deine ein paar. Maschinen mal waschen, das wäre doch mal so ein Ding gang. Das Das mache hast ich. du Ich die. war doch die ganze Zeit schon immer hier durch die Ach stimmt, Ding du hast die durch. Waschanlage. Ja, stimmt, alles sauber. Ja. Ich muss noch ein paar Sojadrinkpaletten wegfahren, zum Beispiel. Yes. Ah, da ist noch Platz. Ui. Dann stellen wir den hier rein. So, guck mal. So. Ah, ich freue mich schon auf nächsten Mittwoch, wenn ich meine modifizierte Kettensäge bekomme. Ich hoffe, dass das funktioniert, aber ich gehe mal von aus, dass das klappen müsste. Setze mein ganzes Vertrauen in dich, Gaki. Ja, da werde ich mich morgen hinsetzen. Oh ja, es sind nur 5 Paletten. So, dann muss GPS halt. Also irgendwie, so sehe ich den Unterschied ganz gut, aber von oben weiter weg siehst gar keinen Unterschied mehr. Haben sie irgendwas daran gemacht wohl? Keine Ahnung. Oder das Feld ist jetzt einfach gemulcht. Gar keine Walze mehr, es ist wieder ein Mulche. Wäre ja Ja. lustig. Oh. Ich habe gerade eben noch einen Kommentar gelesen, den finde ich auch amüsant. Der Haas-Pressechef musste Magnussen jetzt erstmal erklären, was er jetzt alles zu tun hat. Medientermine und so. Das ist, glaube ich, schon lange her, dass der mal irgendwie unter den Top 3 gewesen ist. Das glaube ich auch. War er Was? das schon mal jemals? Ja, ich denke mal zu McLaren-Zeit, in seiner ersten Phase, denke ich mal schon, dass der mal da irgendwo unter die Top 3 gewesen sein dürfte. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Magnussen. Würde ich jetzt aus dem FF zumindest nicht sagen, aber. Das finden wir raus. Leclerc halt auf 10. Das ist halt auch. Oder hat es sich noch. Ja, aber konnte er noch ein bisschen vorfahren? Wahrscheinlich nicht, ne? Hi, gucke ich gleich. Also Pole Positions hat er keine. Er ist im Rennen einmal Zweiter geworden. Das ist sein einzigster Podestplatz bis jetzt gewesen. Im ersten Jahr mit McLaren Mercedes. Ähm,
Da gucken wir da mal kurz. Ja. Das ist kein Witz. Magnussen auf Pol, Schumacher letzter. Großer Preis Brasilien. Okay. Das ist natürlich echt bitter für Schumi Junior. Leclerc 10. Magnussen, Verstappen, Russell, Norris, Sainz, Ocon, Alonso, Hamilton, Perez, Leclerc. Tja. Könnte Da da kann es passieren. durchaus ein interessanter Sprint werden. Ich sag mal, ein Leclerc und ein Perez irgendwie von da hinten, die werden nach vorne wollen. Ein Magnussen wird mit allen Mitteln versuchen, vorne zu bleiben, was aber nicht klappen wird. Nee, definitiv nicht. Aber man weiß ja, wie schwer er zu überholen ist. Deswegen, Naja. ich sag da mal eine Crash-Gefahr voraus. Das auf jeden Fall, ja. Aber der LKW der Formel 1 ist ja immer noch, ne, unser Fernando. Ja. Da habe ich so ein lustiges Meme gesehen, vom Alonso, wie quasi sein Formel 1 Auto so breit ist wie die ganze Straße und die anderen Autos halt hinten damit so gefahren sind. Ja. So. Na komm. Na, komm. Ich will hier noch eine Palette aufladen. Sind wir da schon wieder? Eier, wir brauchen Eier. Eier, Eier, wir brauchen Eier. Stehen bei mir auch noch ein paar, zwei Paletten, glaube ich, da. Ja, habe ich auch gerade. Ja, ich habe ja nur 200 Hühner. Nicht so. Bei dir passen, glaube ich, wie viel rein? 1000? Nee, auch das ist auch ein Standardstall. Ach so, okay. Das ist ja nicht dieser, den wir auf der French Plain hatten. Da waren viele. 1000 drin, okay. Hier sind 180, 360. 360, okay. Ja, doppelt so viel. Ja, in meinem Unrealismus XXL-Projekt passen, glaube ich, 45.000. Ich habe auch einen Kuhstall mit 11.000 Kühen. Oha. So nebenbei. Okay. Und ein Wie wird das verdient? Schweinisch. Ich sag mal so, noch sind es nur 200, die drin sind. Also noch geht Ah, es. okay. Es wird dann schon lustig werden, glaube ich. Ja, das kann ich mir vorstellen. 11.000 Kühe, da kannst du ja quasi den Kuhstall hinterm Häcksler langziehen. So ungefähr. Regnet übrigens. Bald. Bald. Dann dieser sogenannte November Rain. Juni Rain. Ach so, schade. Ja, dann Purple. Vielleicht. So, elektrische Ladung. Oh, Zuckerrüben. Ah, guck mal, Zuckerrüben. Habe ich Ja, ich wollte auch schon mal gucken, ob ich irgendwas verkaufen kann. lange nicht mehr Was in die sagt denn das? BGA gefahren. Cool, das Tool sagt, Olivenöl soll ich verkaufen und Schokolade soll ich verkaufen. Ja, gut. Dann habe ich ja doch noch ein Doing für heute.
Ja, dann. Aber das erste Feld ist auch schon gleich fertig gewalzt. Hervorragend. Ah, das geht so schön mit der Walze hier. Sonst irgendwas zu verkaufen? Nee, ne? Aber was sind das? 48.000 und 40.000. Oh, der Preis ist schon wieder voll fallend. Peak verpasst, ja? Naja. 20.000 Liter, also jeweils 10.000. Warte, warte, warte. Wie ist Zucker? Gut, der betrifft mich nicht. Es wäre cool, wenn man die Liste nach. Kann man die sortieren? Nee, die kann nee, man sortieren, leider ne? nicht, leider nicht. Das wäre geil, wenn wir das für einen Filter einballern könnten und den auf Monate legt oder so. Nicht fruchtabhängig ist, sondern monatabhängig es anzeigt. Und am besten immer den aktuellen Monat oben anzeigt. Oh, wer weiß, was da vielleicht noch kommt. Aber du bist doch in so vielen Discords. Bist du zufälligweise bei dem auch im Discord? Keine Ahnung, von wem der ist. Da müsste ich nachgucken. Also es ist nicht von diesen Bekannten, die zum Beispiel diesen Produktionsinfo hat oder die anderen Erweiterungen. Da ist es nicht von. Okay, aber bevor wir uns noch weiter verquatschen, Gacki, würde ich sagen, besprechen wir den Rest nach dieser Folge ohne euch, weil ihr wieder nicht eingeschaltet habt. Leute, das müsst ihr ändern. Ja, Freitagabend auf Twitch, kommt vorbei, begleitet uns den Abend über, lacht und weint mit uns. Und jetzt gibt es sogar ab Mittwochs auch noch die Förster Dullis. Das sind dann auch wir zwei. Wie gesagt, einschalten lohnt sich. Bis dann, tschüss. Und ansonsten auf jeden Fall morgen um 12 Uhr YouTube. Da geht's nämlich weiter. Schaut rein, Kommentare, Däumchen, Abos dalassen, nicht vergessen. So, das war's auch von mir. Tschüss, bis morgen.